jetzt zum Abwracken bereitstehenden Automobile natürlich in der Youngtimer-Szene eine Rolle spielen. Aber man wird sie nicht alle abwracken. Da wird der Markt vielleicht etwas schmäler. Ich glaube nicht, dass irgendein Modell ganz verschwinden wird. Aber die Abwrackprämie ist ein, ich möchte jetzt keine Prognosen abgeben, aber die Abwrackprämie ist ein Strohfeuer, was uns allen Licht und Wärme bringt. Und das Stroh reicht bis zum Ende des Jahres, zufällig bis nach der Bundestagswahl. Und dann wird es jahreszeitlich bedingt auch wieder dunkler und sehr viel kälter als vorher. Darauf müssen wir vorbereitet sein. In der Frage, was mit Opel und anderen guten Namen aus der General Motors Gruppe passieren wird, ob sie untergehen oder weitermachen können, möchte ich keine Prognose abgeben wie viele anderen, aber ich möchte eine Verheißung abgeben. Es gibt ein Leben nach dem Tode. Für uns Menschen sagen uns das die Kirchen, sie können es nicht beweisen, wir müssen daran glauben. Aber in der Automobilwelt ist das ewige Leben täglicher Alltag für uns in der Oldtimer-Szene. Wir befinden uns hier im Autohimmel und die Essener Moto Classic ist die wichtigste Abteilung, wo Namen, die im Markt untergehen, plötzlich wieder da sind und weiterleben. Diese Messe hat 1000 Aussteller aus 28 Ländern. Es sind über 200 Clubs hier vertreten, Markenclubs, Oldtimer- und Youngtimer-Clubs, die eine wichtige Rolle spielen. Ich bin selber ein regelmäßiger Besucher dieser Messe gewesen über viele Jahre. War immer mit allen Sinnen hier, mit Augen und Ohren und auch mit der Nase und mit dem Tastsinn. Ich glaube, dass ich ungefähr weiß, wie die Techno-Klassika tickt und darf mich vielleicht als Insider betrachten. Ich spreche Sie alle an und danke Ihnen von Herzen für das Engagement und die Leidenschaft, mit der Sie hier mitmachen.